begrüße Lino Messerschmidt bei mir. Lino. Servus, vielen Dank. Sei gegrüßt. Natürlich lieber auch gern auf dem Feld mit dabei, aber du hast noch eine kleine Verletzung aus dem ersten Saisonspiel gegen HC Erlangen. Genau. Bänderriss braucht noch 2-3 Wochen. Wie geht's dir? Wie sieht's aus? Genau, also es war im zweiten Spiel. Mehr oder weniger in der dritten Minute ist mir ein Angreifer direkt unten reingeflogen und hat mir dann 2 Bänder gerissen. Das vordere und das mittlere. Und ja, genau, das dauert in der Regel immer 4 bis 6 Wochen. Deswegen jetzt noch ein paar Wochen stillhalten, ein bisschen Stabis machen und dann hoffe ich, dass ich bald wieder auf der Platte bin. Wunderbar. Dir alles Gute, dass das auch so zeitig passt, dass wir dich da bald wieder auf der Platte sehen. Wenn wir heute aufs Spielfeld gucken, die erste Halbzeit, ich habe es mit Daniel Hase schon ein bisschen analysiert, das ist ja ein Aufstiegsanwärter, Oppenweiler-Backnang. Halbzeitstand 17-16, kann man zufrieden sein, auch mit dem Spiel. Löwen waren weg, HC wieder dran gekommen, aber wie hast du es gesehen von unten? Ja, ich glaube, Oppenweiler hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt heute. Hat man auch ein bisschen an Reaktionen vom Trainer gesehen. Ja, die Abwehr steht ganz gut, der Bergi hält sehr gut im Tor. Keller sehr gut getroffen und dann auch ein paar schöne Zusammenspiele im Kreis. Ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr über Außen spielen und vielleicht auch zweite und erste Welle, aber sonst sieht es schon sehr, sehr ordentlich aus. Was denkst du denn, halten die jungen Spieler durch? Daniel hat es vorhin ausgerechnet, 19, irgendwas Jahre Altersschnitt. Das ist ja schon recht jung. Ja? Also, sie halten dem Stand gegen auch so eine ausgebuffte Mannschaft. Die haben ja auch sehr viel Bundesliga-Erfahrung, die Oppenweiler-Backnanger. Denkst du, geht gut heute? Ich hoffe es natürlich. Ist ja keine Frage, jeder von den Jungs kann gut Handball spielen, deswegen sind sie ja auch hier und wollen sich zeigen. Hat auch jeder immer Bock zu spielen, von daher hoffe ich, dass sie das Niveau durchziehen und dass wir da die 2 Punkte mit heimnehmen, genau. Ja, kommen wir mal auf dich zu sprechen. Du bist 27 Jahre alt. Genau, richtig. Genau. Und bist jetzt Neuzugang im Drittligateam. Aber so richtig neu bist du bei den Löwen nicht. Du hast vor einigen Jahren schon mal FSJ abgehalten hier oder warst hier tätig, auch als Jugendtrainer. Wie war es denn für dich, wieder hier zurückzukommen? Also natürlich die Leute, da Leute wie den Peter Sabisch, die kennt man natürlich, die sind ja hier schon ewig verwurzelt. Und ja, handballerisch habe ich hier nie gespielt, wie du gesagt hast, habe ich mein FSJ hier gemacht, habe Jugendmannschaft trainiert und mich damals um die Jungs im Internat gekümmert. Von denen ist natürlich keiner mehr da jetzt, also eine komplett andere Mannschaft, anderer Kader. Aber ja, die Bedingungen sind die gleichen wie damals, von daher alles gut soweit. Aber ich habe es beim Hochlaufen eben gesehen, es gibt auch einige Fans, die dich verfolgt haben, auch bei den Stationen jetzt zwischendurch. Die haben sich ganz besonders gefreut, dass der Lino Messerschmidt jetzt hier auch spielt, wieder, also wieder im Verein ist. Ja, genau, weil den einen oder anderen Jungen oder habe ich dann auch trainiert. Von daher haben die das dann auch mehr oder weniger die ganze Zeit mitverfolgt, auch in den anderen Stationen. Genau. Und jetzt mit Verlaub, mit 27 ist man in diesem Team ja schon ein alter Hase. Sehr alt, mal so im Vergleich. Wie hast du das wahrgenommen, diese in so einem Team zu sein, wo sehr viele junge Spieler sind, viele A-Jugendspieler, Spieler, die im Profibereich reinschnuppern? Das ist ja jetzt was anderes wie vielleicht bei so einem ersten Mannschaftsverein in der dritten Liga, was bei den Löwen hier gemacht wird. Wie hast du das aufgenommen? Also am Anfang hatte ich so ein bisschen, war es natürlich ein bisschen unbewusst, in was für Konstellationen wird trainiert, wird gespielt. Aber ich glaube, man hat hier schon einen ganz guten Kern gefunden, die dann auch immer im Training da sind. Und ich glaube, das passt und das ist auch wichtig, dass man den hat, weil sonst man die ganze Zeit durchmischt zwischen A-Jugend, Spieler, die in der ersten mitspielen, dann wird es schwierig. Dementsprechend ist das Schlüssel zum Erfolg, dass man da eine stabile Formation dann auch hat, die immer im Training ist und auch immer mit dabei ist beim Spiel. Ich denke, du kannst deine Erfahrungen, die du bisher jetzt gesammelt hast, da auch gut einbringen dann, ne? Genau, ich bin ja, der Max ist noch älter, Max Trost, hat aber ja auch da den Kreuzbandriss. Ansonsten bin ich dann ja der Älteste und ich versuche da mein Bestes zu geben, auch was der Erfahrung dann den Jungs helfen kann, genau. Saisonstart jetzt fürs Drittligateam mit 4-2 Punkten. Heute sind wir ja noch mittendrin. Kannst du uns mal einen Ausblick geben, was so möglich ist? Sagen wir vielleicht bis Weihnachten, dass wir jetzt nicht auf die gesamte Saison greifen. Worauf kommt es jetzt an, die Wochen? Schwierige Frage, aber
Natürlich hoffen wir, dass alle gesund bleiben. Das ist natürlich auch immer das Wichtigste. Das kann man, so Sachen kann man nie hervorsehen. Von daher hoffe ich, dass wir so gut wie es geht die Punkte sammeln, weil was ja auch immer wichtig ist, dass die Jungs dann irgendwann, wenn es dann Richtung Deutsche Meisterschaft geht, mit den A-Jugendspielern und so weiter, dass die sich dann auch mehr darauf fokussieren können. Von daher, wir wollen so viel wie es geht jetzt am Anfang mitnehmen, dass wir dann die Jungs auch guten Gewissens dann vielleicht mehr den Fokus auf die A-Jugendmeisterschaft geben können. Wunderbar, Nino. Dann sage ich danke. Ich habe zu danken. Alles Gute, ne? Dass wir dich bald wieder sehen.